Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Wir haben immer noch nichts zu trinken gefunden und wollten jetzt rüber zum anderen Boot dahin schippern, in der Hoffnung, dass der vielleicht irgendwie noch was hat. Dass wir da vielleicht noch irgendwas finden. Und jetzt extrem dunkel geworden hier. Hier absolut nichts da hinten. So, ein Kollege schreibt mir jetzt die ganze Zeit mitten in der Aufnahme. Obwohl, der müsste eigentlich Bescheid wissen, dass ich im Aufnehmen bin. Aber aktuell absolut keine Ahnung, wo wir sonst noch was zu trinken finden. Ich hoffe, dass gleich irgendwie ein längerer Regen anhält und so, und dass wir dann auch noch ein bisschen Wasser aufsammeln können. Was ich aber auch vermute, dass da, wo ich die drei Schildkrötenpanzer drunter gebaut habe, dass gerade weil es drunter ist, kein Wasser fängt. Boah, war das jetzt laut. Wo sind die denn? Da sind sie. Warte mal. Wo haben wir die Leuchtstäbchen? Da. Okay. Hat nichts gebracht. Krass, wie laut das war. Vielleicht muss ich mal meine Kopfhörer hier ein bisschen leiser stellen. Vielleicht ist es aber auch so vom Spiel gewollt, dass man irgendwie, dass das Spiel merkt, wenn man zu lange nur an einem Fleck ist, so wie ich das getan habe hier, dass er dann durch gewisse Umstände einen versucht zu zwingen, hier mal weiterzukommen oder irgendwie weiter sich mal wegzubewegen und so. Und wir waren jetzt gefühlt 1000 Tage hier nur an einem Fleck. Ja, ich habe auch die ganze Zeit gerade so ein Ohrwurm von dem Song. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Auge juckt. Ah. Sorry.
Ich müsste auch nachher mal vielleicht googeln, was es sonst noch alles für Möglichkeiten gibt, um an Wasser zu kommen. Und bisher habe ich ja nur das mit dem Schildkrötenpanzer. Oder wisst ihr was? Ich google das jetzt eben mal schnell, dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und wie es aussieht, hat es angefangen zu regnen. In der Zeit, wo ich hier einfach nur rumstand. Und langsam habe ich auch Hunger bekommen. Ja, ich wollte Fleisch draufsetzen. Ich hoffe, der sammelt jetzt was. Oder da hinten wird auch gesammelt. Aber laut The Forest Wiki können wir höchstens nur Wasser aus einem Teich oder sowas kriegen. So, abgesehen von diesen Wassersammlern und Soda bzw. Alkohol. Also hoffentlich sind dann die gleich allesamt aufgefüllt, die wir da haben. Ja, wir erfrieren gleich. Komm, wir schmeißen Geld drauf. Ja, und es geht schon unter. Geht gleich hell. Immerhin. Da links von den Ureinwohnern. Kennt ihr, was das ist? Ist schon eine ordentliche Truppe da. Boah. Wo schreien die immer so? Hallo Nachbarn. Bin nur auf der Durchreise. Okay, ist nix. Und natürlich ist wieder kalt. Der hier sammelt kein Wasser. Regen ist auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, die anderen drei Schildkrötenpanzer haben ein bisschen was an Wasser gesammelt. Ansonsten haben wir ein Problem.
Es wird hell. Noch einen Tag überlebt. Da wollen wir nicht anstoßen. Wir wollen dran vorbei. Hallo. Hallo Nachbar. Hab mal eine lustige Idee. Ist er tot? Nicht mehr existent zu sein. Boah, ich muss mal mein Handy hier auf lautlos stellen, während ich aufnehme. Die ganze Zeit dieses Bimmeln lenkt einen schon ein bisschen ab. Wir haben eh keine Muni mehr dafür, okay. Müssen wir nachher wieder Steinchen sammeln? Da vorne müsste auch gleich irgendwo das Boot sein. Und ich hoffe, wir können da irgendwas zu finden, zu trinken finden. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Auf dieser Seite gab es bisher eigentlich auch nichts, oder? Nichts Wichtiges, nichts Interessantes, ne? Sagen wir docken hier einmal ganz kurz an und schauen mal, ob wir hier irgendwas finden. Stein haben wir schon mal. Abgesehen von Steinen gibt es hier nichts, ne? Hm.
Ja, müssen wir aufs Boot. Ja, Hunger haben wir auch schon gleich wieder. So. Wir haben neun. Ja. Machen wir dann mal so. Alkohol, immerhin. Da kommen wir immer noch nicht rein. Oh, Geld. Dose. Die haben wir genug. Das wär's, ne? Schon komplett ausgelootet. Ja, aber die trinken wir jetzt mal. Jetzt auch noch was zu essen. Dann würde ich sagen, jetzt für uns zurück. Und hoffentlich ist in unserer Hütte endlich die Dinger hier, diese Wassersammler, gefüllt. Essen ist fertig. Am Rückwärtsgang. Und dann ab zurück. Schade, den kriegen wir nicht. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Ja, was ich mich auch frage ist,
Warum kann ich das Wasser hier nicht einfach abkochen? Ja, vielleicht einfach nur, weil das Meerwasser ist oder Ozean. Weißt du mal so, Salzwasser kann man nicht trinken. Und dann müssten wir vielleicht wirklich irgendwie uns auch nur so eine kleine Siedlung oder sowas an einem Teich irgendwann machen. Dass dort immer wieder hier sich um Wasser gekümmert wird. Eine Holzfäller-Siedlung irgendwie, keine Ahnung. Und dass wir die alle dann irgendwie mit so einem Weg hier verbinden. Und dass wir hier dann die Hauptfestung machen. Oh, da war ein kleiner Ruckler. Boah, hoffentlich sind die bei die drei Schildkrötenpanzer in der Festung da mit Wasser gefüllt. Wenn ja, dann können wir ab der kommenden Folge dann ganz normal wieder weitermachen, das Ding da aufbauen und vielleicht uns auf Versuche machen nach neuer Ausrüstung und so weiter. Und wer weiß, vielleicht finden wir auch endlich mal die Kettensäge oder den Taucheranzug, wofür diese Flaschen da waren. Boah, dauert es auch ewig lang mit diesem Boot alleine irgendwo hinzufahren. Ich glaube, ich müsste mir so ein kleineres Reisefloß oder sowas bauen. Also den ich hier dann halt nur für die Transporte vom Holz habe. Und dann den kleineren anderen dann so, wenn ich selber einfach irgendwo mal hinfahren will oder muss. Mit dem hier so kaum auszuhalten, ey. Immer wieder darüber, dann von da wieder hier hin, dann von hier wieder da hin und her, richtig nervig, ey. Ich würde sagen, in der nächsten Folge
fangen wir mal an, anderes Floß zu bauen. Transportfluss oder sowas, keine Ahnung. Ja, endlich. Beginnt die Regenzeit. Die Regengötter haben uns erhört. Das war aber auch jetzt eine lange Dürreperiode, die wir hier hatten. Lass jetzt bitte eine lange Regenzeit sein. Sodass jetzt vielleicht zumindest einen ganzen Tag durchgehend nur am Regnen ist. Bitte sag mir, dass hier auch langsam sammelt. Nein. Das tut weh. Der hier nichts sammelt. Aber ich hoffe da hinten. Hoffentlich da hinten hat Regen gesammelt. So, gleich sind wir zu Hause. Ein Minütchen noch, dann sind wir da. Und hoffentlich ist er voll mit Wasser. Ah, es sammelt ein bisschen was. Nice. Es sammelt. Die Regengötter haben uns erhört. Danke euch, Regengötter. Danke euch.
So, das letzte Stück Fleisch. Und dann würde ich sagen, zur Not bauen wir uns eben ganz schnell unten noch eins gleich. So, wenn das mal schnell fertig wird. Ja. Ganz gut, immer jedes Mal, wenn ich sage, dann wird es fertig. Wenn wir unten eben ganz schnell noch eins bauen. Ja, wird schon voller. Nee. Hier. So, wo haben wir das? Haben wir. Haben wir. Wir haben noch ein. So, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und in der nächsten Folge bauen wir uns wahrscheinlich schon ein neues Floß. Eins, das nicht so groß ist wie das hier. Ein etwas kleineres, das ist auch wieder Wasser. Boah, wir haben wieder Wasser. Boah, ich freue mich gerade richtig. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ciao.